Mir hat ein Film so gut gefallen, weil das eine Geschichte ist, also für mich jetzt über jemanden, die am Anfang einen festen Platz hat Ja. und die diesen Platz irgendwie zu verlieren droht. Ja. Und außerdem fand ich es auch wunderschön, dass die Art und Weise, wie du mit deinen Schauspielerinnen gearbeitet hast, Danke. weil man kann da sich Zeit nehmen, hineinlesen in diese Reaktionen. Es ist emotional sehr reduziert, aber es ist alles da, was man braucht, um die Geschichte und diesen Machtkampf irgendwie zu verstehen. Das ist gut. Das ist gut transportiert. Ist da. Sehr gut. Jetzt, Na, da war ich mir nicht sicher. okay, ja, also Ja? ich Ja? glaube, es ist angekommen. Also bei mir ist es angekommen. Das ist gut. Ich wollte dich fragen, wie du zu diesem Film gekommen bist. Also wie bist du zu der Geschichte gekommen, dann auch zu dieser Form? Also ganz am Anfang ist gestanden, ich wollte dann seltsam einen Film machen, einen sperrigen, und ich glaube, das ist gelungen. nein, was stand am Anfang? Ich glaube, die zentrale Motivation oder Ausgangspunkt war ein Laiencasting, das ich gemacht habe in Tirol für einen Langspielfilm. Und da haben wir Frauen mittleren Alters wiederholt erzählt von eben Spannungen oder unangenehmen Situationen im Berufsalltag. Und das habe ich irgendwie interessant gefunden. Also vor allen Dingen irgendwie Spannungen zwischen neuen und älteren Kolleginnen und dass man irgendwie Wissen vorenthält, also dass die da schon länger ist, irgendwie die andere halt nicht auf Augenhöhe bringen möchte. Und dass es massiv unangenehm ist einfach. Und vielleicht kommen wir dann später noch dazu, dass das bei Männern einfach anders ist. genau, das war so das Erste. Das Zweite war, mein Nachbar hat mir von seiner neuen Business-Idee erzählt, und der wollte Personen aus Firmen, also Teilnehmer und Teilnehmerinnen, irgendwie mit einem Pferd durch einen Parcours führen, um deren Teamfähigkeit und deren, ja, also die sollen da halt einfach Autorität und Führungskraft beweisen. Das habe ich irgendwie spannend gefunden. Also der hat mich da mitgenommen und ich habe dann irgendwie ein Pferd herumgeführt. Und das Ding mit den Pferden ist so, dass wenn man einfach ängstlich ist, also Angst hat, dann stellen sich die Pferde quer. Die Das heißt, sie spüren das spüren es. einfach, genau. Und das habe ich irgendwie spannend gefunden. Dann so der Reitstall, dann hat sich das erste Bild schon irgendwie eingedingselt in meinen Kopf. So, junge Frauen, die am Pferderschweif färben. Das war tatsächlich das erste Bild. Und dann als Drittes nur ganz kurz nur die Barbara Verfrierer, die einfach immer die am Pferd eingeritten hat und der ich damals zugeschaut habe und die das sehr spannend gefunden habe, so ein großes Viech irgendwie an die Kommandos des Menschen zu gewöhnen, also so Befehle entgegenzunehmen, dass man das halt auch erst lernen muss. Und so irgendwie, also dann habe ich mich halt gefragt, okay, wie kommt man zu diesen Spannungen, was ist das? Es braucht eine Hierarchie, die findet sich ja auch im Pferdestall, auch wenn da vielleicht die Hierarchie nicht so augenscheinlich ist, trotzdem gibt es sie, es gibt die Chefin, es gibt die Neiche, es gibt die da schon länger ist. Und irgendwie leben wir auch in einer Gesellschaft, glaube ich, wo so der Teamplayer halt irgendwie propagiert wird. So, sei ein Team, dann mögen wir dich. Und will man gelobt werden, dann ist es halt schon besser, wenn man irgendwie ein Einzelkämpfer ist und sich durchzusetzen weiß. Und diese Ambivalenz irgendwo an den Vorstellungen des Seins, glaube ich, führt einfach zu Spannungen. Und das war letzten Endes der Grund, warum ich diesen Film gemacht habe. Punkt. Ja, also man spürt ja auch, dass die was verliert. Also die verliert dann den Zugang, diesen exklusiven zu ihrem Lieblingspferd oder das Pferd, das sie Ja. ausbildet. Und diese Position, die sie bei ihrer Chefin hat. Ich finde es auch sehr faszinierend, wie wir da Zeit haben, so in diese ganzen Alltagshandlungen einzutauchen. Also so wie sie da, also das Gewicht der Reiterin dem Pferd beibringt und sich so drauflegt, bevor sie überhaupt aufsteigt, und das Striegeln von den Pferden und all diese Dinge. Das ist, obwohl der Film jetzt nur eine halbe Stunde dauert, bekommt man da eine ganze Welt vorgestellt, in die man eintauchen kann. Also ist es auf Film gedreht, 16 mm, oder ist es Nein, digital? nein, es ist digital auf Okay. der C300 und der Okay. Dimitri, der das Grading Cup gemacht hat. Also ich habe ihm gesagt, es soll so ausschauen wie Attenberg von der Aha. griechischen Ja. Regisseurin, Ja. weil ich den Film einfach großartig Ja. finde. Und wenn man das Bild, also die Farben und das Kriseln, das gefällt mir. Und er hat es gut hingekriegt, finde ich. Genau. Also das Attenberg war das Vorbild Verstehe. zum Auch vom Grading. Rhythmus, ja.
Ja, ich habe mir den Film Attenberg wirklich 1 Million Mal angeschaut. Ich glaube irgendwie schon ein bisschen, ja. Okay. Wie war das mit deiner Crew? Also das heißt, du hast mit Kolleginnen und Kollegen von der Uni von dir Ja, gearbeitet. genau. Und ist das Bachelorstudium, Masterstudium? Ich Ja, weiß ich gar bin nicht, wie im das aussieht. Bachelor, Okay. ja. Und ist das so eine Art Abschlussfilm oder von dem Bachelor oder? Nein, also ich habe später an der Filmakademie angefangen und habe vorher so was anderes studiert. Nein, es ist tatsächlich nach der Regie mein erstes Projekt. Jetzt kommt das nächste Projekt und dann kommt der Abschlussfilm. Und ich bin eigentlich für Drehbuch aufgenommen worden beim Spielmann und erst später dann beim Haneke gelandet und studiere jetzt beides im Hauptfach und beeil mich eh fertig zu werden, genau. Okay. Genau. Na gut. Ich will nicht zu viel. Ja, bitte, da gibt es eine Frage. Wie war das Arbeiten mit den Pferden? Die Barbara, die alte Schulfreundin, ich habe es 100 Jahre nicht gesehen und bin damals hin und habe gesagt: Barbara, ich mache einen Film mit Pferden, du kannst das, bitte hilf mir. Und dann hat sie gesagt: Okay. Und war dann auch dabei und hat einfach geschaut, dass wir da dem Pferd nicht wehtun und dass es nicht überlastet wird. Und genau, also ich habe ihn gehabt, der da geholfen hat mit dem Pferd. Und wie hast du die Location gefunden? Ich komm gleich zu der Frage da oben. Wir sind wirklich viele Pferdehöfe abgefahren in Niederösterreich und ich war mir sicher, keiner wird mich drehen lassen, weil ein echter Betrieb, Pferde sind gar nicht so billig. Das wird nicht funktionieren, aber wir sind dann gelandet beim Franz und der Franz hat gesagt, ja, okay. Der Franz war offen für den Dreh. Ja, genau. Ja, nein, ich war wirklich sehr froh, dass es da. Also, es haben sie dann letzten Endes mehrere angeboten, irgendwie, dass wir da drehen können. Die Sophia hat gemeint, der schaut irgendwie filmisch aus, da kann man sich auch drehen. Die Sophia war deine Kamerafrau? Sophia ist die Kamerafrau, genau. Genau. Die auch gesagt hat, okay, 4 zu 3. Also, wir haben das dann zusammen beschlossen, aber ja, die Sophia ist super. Was war da der Hintergrund von dem 4 zu 3? Ursprünglich hätte es sich angeboten, CinemaScope zu drehen. Western, Pferd. Ich weiß nicht, irgendwie schaut es einfach immer sch schön filmisch aus. Dann aber hat Sophia gemeint: Julia, jede K Katzenfutterwerbung wird schon irgendwie CinemaScope gedreht. Bitte lassen wir das. Und dann haben wir auch irgendwie ein Format gesucht, das eben diese Enge zum Ausdruck bringt. Wir haben es uns dann angeschaut mit dem App und es hat sich sehr, sehr stimmig einfach angefühlt, dieses 4 zu 3. Es erinnert mich an diese Robert-Bresson-Filme. Ich weiß nicht, ob du die, Ja, also ja, das ja. Geld und solche Ja. Sachen, auch von der Art, wie du mit den Schauspielern gearbeitet hast. Das gefreut mich. Ja. Da oben war eine Frage. Ich wollte nur konkret fragen, wie nah warst du mit der Kamera und mit der Tonangel am Pferd dran? Wie nah war Kamera und Tonangel am Pferd dran? Ja, also. Der Josef, der Originalton gemacht hat, wollte eigentlich das Pferd verkabeln. Barbara hat gesagt, sicher nicht. Schade, aber er hat trotzdem einen guten Originalton. Ja, sagen wir es. und die Kamera, also wir haben es mit einer Steadicam aufgenommen. Das war tatsächlich fürs Pferd anstrengend. Wir konnten diese erste Sequenz wirklich nicht oft machen. Das war eine Herausforderung, aber. Ja, eine Herausforderung. Aber dem Pferd geht es gut. Und wie nah wir da waren? Ja, tatsächlich 2 Meter, glaube ich, war es. Und das Pferd, ja, hat's hingenommen. Genau. Ja. Noch eine Frage vielleicht? Ja, bitte. Da hier. Vielleicht eben zu dieser Anfangssequenz, was das so der Hintergedanke war, dass man das Pferd auch so nicht ganz zeigt. Also die Frage, ich wiederhole es nur, falls jemand nicht gehört hat, die Frage war die Anfangssequenz, was der Hintergedanke war, dass man das Pferd nur in einem Ausschnitt sieht. Also dadurch, dass der Film meiner Ansicht nach ein sehr subjektiver Film ist, was mir da oder der Sophia und mir wichtig irgendwie da ihren Fokus zu zeigen. Und ich finde, dieses sich im Kreis drehen hat auch irgendwie was, also die Intention war, so was Tranceartiges zu schaffen und dass sie dann plötzlich irgendwie rausgerissen wird mit den Stimmen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber das war die Idee dahinter. So ganz nah beim Pferd oder bei ihrem
bei ihrer Sichtweise, ihrem Fokus irgendwie zu sein. Deshalb haben wir das so aufgelöst. Voll. Für mich war auch eine Assoziation am Anfang so dieses Klackerdi-Klack, diese von den Hufen, das Rhythmische, ist sehr stark im Kontrast zu diesem Rechenkratzen am Ende, was irgendwie so vielleicht ihre Frustration zum Ausdruck bringt oder so. Ja, ja. Eine Frage gab es noch dahinter. Da waren vorher noch jemand anderer, glaube ich. Nein, bitte, Anne. Mich würde interessieren, ob du mit den Schauspielern viel geübt hast und auch wieder mit den Pferden viel geübt hast, dass diese ganze Action mit Kamera und Drohnen. Also die Frage ist, ob mit den Schauspielern und Pferden viel geprobt wurde, um dann zu dem Ergebnis zu kommen. Na, gar nicht, kein einziges Mal. Also die Therese ist Laie, die Dunkelhaarige, die Marlene ist Schauspielerin. Die Marlene, beide haben eigentlich Angst vom Pferd, also vom Pferden. Wir haben, das war nicht so ohne, aber ich finde, wir haben es, also ich hoffe, es geht sich aus. Nein, wir haben gar nicht geprobt. Also mit der Marlene hatte ich schon Vorgespräche, mit dem Pferd, da haben wir genommen, was wir gekriegt haben. Und ich finde, das war auch ein Riesenglück mit dem Pferd, aber keine Proben, genau. Wie war das mit dem Rhythmus? Hast du jemals den Druck gespürt oder Aufforderungen von irgendwelchen Leuten, die da in dem Entwicklungsprozess dabei waren oder Rohschnitte gesehen haben, das Tempo zu beschleunigen? Ich finde es sehr schön, dass das nicht passiert ist, aber mich würde es interessieren, weil es ja sozusagen sehr untypisch ist für einen Film heutzutage. Ja, es gab eigentlich nur Kritik an dem Tempo. Ich finde, die Samira und die waren sehr mutig darin. Die Samira ist deine Cutterin? Die Cutterin, okay. Genau. Ich mag einfach Film. Wir waren immer wieder versucht, es viel, viel kürzer zu machen. Und ich glaube, es hätte einfach was verloren. Mir sind Blicke und Reaktionen und Spannungen, die nonverbal passieren. Ich finde, das geht einfach so. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir schon gedacht, okay, Julia, das hätte man geschwinder machen können. Aber es ist anstrengend zum Schauen und ich finde, es passt zu dem Gefühl von der Neuen. Es ist einfach mühsam, so eine Dynamik. Und ich würde den Zuseher natürlich nicht langweilen, aber um irgendwie diese Anstrengung der Neuen irgendwie zum Ausdruck zu bringen, finde ich, braucht es die Länge, sage ich jetzt so im Nachhinein. Und ja, es gab sehr viel Widerstand. Weil man kriegt auch erst durch diesen Rhythmus so die Braintime, um selber sich Gedanken zu formen und dann sozusagen seine eigene Vorstellung von dem, was da passiert, zu testen, an dem es weitergeht und auf die Figuren drauf zu projizieren. Und das würde alles verloren gehen, glaube ich, bei einem höheren Tempo. Ja, ich denke auch. Das haben nicht alle so gesehen. Aber, naja, ja. Aber die Filmemacherin bist ja du. Das stimmt, das war dann im Endeffekt meine Entscheidung und ich freue mich, dass es Personen gibt, die das nicht ablehnen. Ich spüre es am ehesten so und nicht 15 Minuten kürzer. Das ist auch etwas, was eigentlich also im Prinzip nur gut im Kino funktioniert, wenn man da die Zuschauer irgendwo halt ein Commitment da ist, dass die kommen und dann bleiben bis zum Ende. Und sie können nicht einfach den Kanal wechseln, sondern sie sind dem ausgeliefert. Aber das hat halt auch Vorteile, wenn man dann Dinge erlebt, die man im Fernsehen nicht erleben kann. Ja. Gibt es noch zum Abschluss eine Frage von irgendjemandem? Ja, bitte. Wie sah dein Skript aus? Hattest du, weil du sagst, du studierst auch drin? Ja. Also gab es da eine Absprache mit irgendwelchen Professoren oder so? Wie ist das Drehbuch entstanden? Es war tatsächlich so die Form. Wir haben schon überlegt, okay, es ist irgendwie eine Pointe am Schluss geben. Ich finde, die Dramaturgie für einen Kurzfilm ist einfach schwierig. Es ist ganz anders als Langfilm. Im Drehbuchunterricht, wir lernen, der Fokus ist auf dem Langfilm. Sowas in einen kurzen Film zu packen, meiner Ansicht nach klappt es nicht so gut. Ich habe mir schon Pointen am Schluss überlegt, aber es war mir immer ein großes Anliegen, irgendwie diesen Kampf zu einem Kampf, ist überzogen, aber dieses Gefühl, das so nicht ein Streit oder ein Konflikt zwischen zwei, also die Gegenspielerin will keine Gegenspielerin sein und das soll sie von der anderen nicht so, also die soll nicht wirklich
soll sich nicht krass zuspitzen. Ich wollte dann nicht, dass die andere, ich wollte nicht, dass irgendwas Großes passiert. Es muss gegen Konflikt gehen und kein Konflikt, weil ich war teilweise auch irritiert, dass du immer dann, wenn es eigentlich spannend wird, weggehst. Ja. Vom Konflikt. Das Ziel ist des Films offensichtlich. Ja. Aber das heißt, es ist auch so gescriptet, dass es bestimmte Szenen nicht rausgeschnitten wurden. Ja, es dreht sich alles im Kreis, auch die Dramaturgie. Es ist nicht improvisiert, sondern es ist wirklich. Nein, es ist vorsätzlich, genau, ja. Ja, es war ein Experiment. Mhm. Okay, eine Frage da oben noch, ja? Ich wollte nochmal fragen, weil du vorhin angedeutet hast, dass es mit Männern wahrscheinlich ganz anders ausgegangen wäre, Also. Das Skript. Ja. Ah ja, wie würde die Spannung sich ausspielen, wenn das Männer statt Frauen sind? Na, also Professoren haben mir das öfters gefragt, so, ja, wir haben dann auch über die männliche Sicht geredet und okay. Ich bin irgendwie zu dem Ding gekommen, bei Männern, also es fehlt einfach an Handlanger-Mentalität bei Frauen, das vermisse ich einfach etwas. Und das ist bei Männern anscheinend viel mehr, viel stärker ausgeprägt, so dieses Selbstverständnis, wenn jemand in einer, eine männliche Person in einer Entscheidungsträgerposition, in einer Führungsposition ist, dass sie, wenn sie da jemand Jüngeres hat, selben Geschlechtes, sagt, okay, ich mache dich groß, ich helfe dir, oder also eine Kollegialität im weitesten Sinne. Ja, so Spindelecker kurzmäßig, genau. Und das ist bei Frauen, glaube ich, in dem Ausmaß noch nicht so ausgeprägt. Zumindest war das das, was ich irgendwie mit diesen Casting-Teilnehmerinnen besprochen habe. Ich habe da mit einigen Chefinnen gesprochen und die haben gesagt, es fühlt sich unangenehm an für die irgendwie, den Fokus dann auch auf neue Kolleginnen zu legen, weil man will irgendwie nicht helfen. Das kennt man irgendwie von zu Hause und vom Muttersein und gerade im beruflichen Kontext versucht man sich da, es ist ein großes Thema. Aha, sehr interessant. Aber das habe ich total spannend gefunden. Also wenn ich mir was wünschen würde, dann ist es mehr Selbstverständnis zwischen Frauen, die in Führungspositionen sind und dann aber auch den Fokus auf jüngere Frauen liegen, genau. Und ich nehme an, also der Film ist fertig geworden, scheint ein Erfolg zu sein. Das heißt, die Art und Weise, wie du mit deinen Kollaboratorinnen gearbeitet hast, ist ja offenbar sehr anders gewesen als das, was wir da auf der Leinwand sehen. Ja, naja. Magst du dazu was sagen? ich habe tatsächlich ein sehr weibliches Team gehabt. Das hat sich zufällig ergeben. Das war jetzt nicht so beabsichtigt, hat aber auch geholfen für Förderungen, muss man sagen. Ich bin sehr für ein gesundes, für eine Balance zwischen, also der Geschlechter in einem Team. Ich glaube, das ist das Schlauste. Ich meinte jetzt mehr, mehr in Bezug auf den Umgang zwischen also innerhalb des Teams, wenn das alle Frauen sind, weil du eben gemeint hast, also dass da oft so eine Kollegialität fehlt. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass es bei euch anders war. Also hoffe ich mal. Ja. Ui, es kann ein Team da. Oder soll ich die Frage zurückziehen aus politischen Gründen? Okay. Nein, es war schon okay, sage ich jetzt. Weiß ich nicht, ob die anderen das auch sagen würden, aber ich sage ja. Okay. Ja, doch. Ich meine, das Wichtigste ist, dass ein Film da ist und der fertig geworden ist und der offenbar auch zum Ausdruck bringt, was du zum Ausdruck bringen wolltest. Ja, ja. Und das ist das Schöne daran. Das finde ich auch, ja. Und da können alle sicher dann irgendwie auch mitfeiern, hoffe ich. Hoffentlich. ich habe jetzt noch ein Dankeschön an dich, beziehungsweise eine Urkunde. Also auf der einen Seite eine Jahresmitgliedschaft bei uns, also die Maili, unsere Verbandsorganisatorin, wird sich in Kontakt setzen zu dir und wenn du da Interesse hast, kannst du bei uns Mitglied werden. Super. Und das andere ist ein kleines Andenken an den heutigen Abend. Ja, danke. Hier, das ist der Ada-Preis for Excellence in Directing a Short Film. Das ist großartig. Bitte, ich habe bisher nur so alles Gute. Federballnetz gekriegt. Und hier ist die Jahresmitgliedschaft. Vielen Dank. Sehr lieb. Alles Gute. Danke. Und viel Erfolg bei deinem nächsten Film. Hallo Rosa. Grüß dich. Schön, dass du hierher gekommen bist mit deinem Film. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Für mich ist dieser Film wie ein Albtraum von einer Teenagerin, die irgendwie Avancen bekommt vom Verlobten von ihrer Tante. Ja, ich glaube, sie ist da eher wahrscheinlich so reingeraten und ich glaube, die Avancen waren gar nicht so... Die waren gar nicht so dezent. So gar nicht so gemeint, aber irgendwie dann doch passiert. Und eigentlich sind die beiden ja auch, also der Bräutigam und die Marisi Rigner, also beziehungsweise also die Betty, sind ja auch mehr fast noch das Alter. Also was man jetzt, also es wäre ja tatsächlich sogar ein schönes Teenager-Paar, also in einer anderen Geschichte, so in einem anderen Film, hätte ich mir die auch süß vorstellen können in einer Teenie-Komödie oder sowas, obwohl Marisi Rigner ja viel älter ist auch. Ja, aber es ist natürlich schon ein ziemlicher Albtraum, also wenn man sich das mal so abstrakt überlegt, was da alles auf sie zukommt, also und was für eine Familienkonstellation sie da ist und wie alleine sie eigentlich damit steht und eigentlich irgendwie klar ist, irgendwie alle schieben die Verantwortung so weg und die eigentlich, also die Einzige, die irgendwie Verantwortung, also der Stiefvater, der Udo übernimmt ja auch Verantwortung, aber der ist jetzt irgendwie mal raus, so. Aber die Vio, die Tante, die ja wahrscheinlich so die Ersatzmutter immer war, die weiß es halt nicht, dass so, oder vielleicht weiß sie es sogar, aber spielt irgendwie mit. Aber es ist natürlich, wenn sie jetzt sagen würde, dass, also wenn es irgendwie rauskommen würde, von wem das Kind ist, dann steht sozusagen diese Liebe zu der Tante auf dem Spiel. Also ist ja auch für sie sehr tragisch. Als sehr gesunde Beziehungen. Ja. du hast mit dem Film, hast du so, also du bist für mich ein Erlebnis geschaffen, dass, also da, wo wir bei dem letzten Film Zeit hatten, uns Gedanken zu machen zu den Figuren und auf die Nuancen achten konnten und so, da bin ich hier überwältigt mit so einer Explosion an Sinneseindrücken. Wie bist du zu diesem Stil gekommen und was hat das für dich zu tun mit der Geschichte, die du gerade skizziert hast? Ja, also das Thema, was wir uns immer gesetzt haben, also auch mit dem Albi, dem Kameramann, der da auch sitzt, und daneben auch gleich noch der Dominik, der Produzent, wenn ihr nachher Fragen auch an sie habt. ja, also mit dem Albi habe ich recht schnell das Motto gewählt, zu viel. Aber das fand ich jetzt auch ganz witzig, dass das bei Vienna Shorts, so haben sie irgendwie zu viel oder zu wenig oder irgendwie sowas, ja, war, glaube ich, ja, ich weiß, diese, genau. diese Zusammenstellung. Und das war immer so unser Motto. Und das wollten wir dann auch in jedem Bild, also jedes Bild sollte sozusagen aus den Nähten platzen. Und es sollte immer zu viel sein, um es irgendwie noch alles nacheinander aufnehmen zu können. Und das spiegelt natürlich eigentlich den Konflikt wieder oder diese Welt, in der die Betty jetzt steckt. Also dass diese eigentlich alles zu viel ist, diese Überforderung. Und dann ist sie auch noch auf dieser Hochzeit. Ja, also das muss ja ein absolutes Gefühlschaos sein. Dann ist sie auch noch dadurch, dass sie sehr schwerhörig ist, ist diese ganze Welt sowieso überfordernd, auch noch mal zusätzlich. Und alle werden immer betrunkener um sie herum und irgendwie ist High Life und sie ist irgendwie wie ein Huhn, was irgendwie auf dem Buffet gelandet ist und jetzt irgendwie hilflos ins Weinglas tippt. Gibt's schon Fragen an dieser Stelle, an die Rosa? Nein. Was hat dich zu der Geschichte inspiriert? Ja, also es ist nicht autobiografisch oder so. Nicht? Nein, also das fand ich irgendwie ganz schön, mal einen Film zu machen, der nicht autobiografisch ist. Und da hatte ich irgendwie viel mehr Freiheiten, hatte ich das Gefühl. Und ich wollte halt irgendwie was Dramatisches erzählen. Und ich hatte aber vor Ewigkeiten, vor vielen, vielen Jahren, hatte ich irgendwie dieses Bild im Kopf von eben einer Frau, die sich auf der Hochzeit ihrer Schwester mit den Kindern der Gäste betrinkt. Und
damit ihre eigene Tochter wahnsinnig blamiert, was dann darin gipfelt, dass die Mutter in die Topfpalmen pinkelt. So, ich weiß jetzt nicht warum, aber dieses Bild war irgendwie in meinem Kopf. Also, müsste ich jetzt wahrscheinlich eine Therapie machen oder sowas, um rauszufinden. Lieber nicht, sonst kommen die Bilder weg. Das wollen wir. Genau. Und dann hatte ich jetzt, habe ich mir irgendwie gedacht, so könnte vielleicht, also ich hatte schon immer, war vielleicht auch inspiriert von A Woman Under the Influence von Cassavetes, irgendwie diese Figur, diese Frauenfigur oder Mutter, die ja irgendwie beides gleichzeitig ist, die irgendwie so wahnsinnig liebevoll ist und trotzdem halt irgendwie so drüber und irgendwie Probleme hat oder nicht so richtig als eine Verantwortungsperson gesehen wird. Und da ist ja auch eben die Frage immer nach der Liebe, und das war für mich eben so die Frage, was ist eigentlich Liebe? Sind es halt eben die großen Worte und Gefühle? Oder ist es eben Verantwortung zu übernehmen? Das war wahrscheinlich so das Ding. Also, weil du sagst, Woman Under the Influence, der Cassavetes hat ja mit seinen Schauspielern immer improvisiert, um dann sozusagen erst das Drehbuch zu schreiben. War das ein Prozess, an dem du dich da orientiert hast, oder hast du das irgendwie ganz anders gemacht bei deinem Film? Ja, ich konnte das leider nicht machen, weil die Schauspieler hatten alle so wenig Zeit. Den hatte ich dann halt einfach dieses Drehbuch vorgesetzt, und das ist zum Glück auch ganz gut angekommen bei denen. Aber ich hätte mir schon mehr Proben gewünscht. Also ich bin eigentlich schon ein Fan von Proben, und das war so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Die waren alle woanders, war schon ein Problem, die überhaupt für eine Kostümanprobe mal herzubekommen und so. Das war halt, also ich meine, das ist jetzt alles kein Hollywood-Stars oder sowas, aber es war schon irgendwie anders, als wenn man so jetzt ja Leute auch irgendwie im eigenen Alter oder sowas castet, die dann vielleicht auch noch studieren und irgendwie mehr Kapazitäten haben oder sowas. Ja. Aber ich muss sagen, also die Performances sind wirklich sehr schön geworden. Also eben auch von der die Rothaarige. Die Romy, Mischung aus sich da mit den Kindern solidarisieren und betrunken sein und ein schlechtes Gewissen haben und so einen inneren Schmerz haben und sich an die Hauptfigur zu klammern, das hat die wirklich sehr schön rübergebracht, und das ist echt sehr gruselig. Das ist eine sehr, sehr, sehr toxische Beziehung. Also wenn es diese Art von großen Gefühlen sind, dann würde ich sagen, ist Liebe was anderes. Ja, ja. Aber man muss natürlich sagen, also mit den Kindern hat sie es irgendwie geschafft, auf eine Augenhöhe zu kommen. So, ne? Also es ist ja immer so ein Für und Wider, aber natürlich die Tochter will ich jetzt auch nicht sein. Und ja, die Henny Rehns hat das ganz super gemacht. Mit ihr habe ich, glaube ich, auch am meisten noch arbeiten können. Die war noch, weil das ja auch eine große Rolle war, und sie hatte den meisten Text und sowas. Hatte ich schon noch den meisten Spielraum, mit ihr zu arbeiten, und ja, bin auch sehr zufrieden mit ihrer Leistung. Ja, auch diese Mischung in dem Film, also so dieses, das Überwältigende und dann das Beunruhigende in diesen ganzen Beziehungen, aber dann auch so dieses unschuldige Verspielte und diese, du hast einen wunderbaren Blick so für kleine Details, wie diese Händeln auf dem Tisch oder auch, dass die da tanzen über irgendwelchen, diesen Fischplatten, und dann dieser Moment, wo die Romy in diese Scherben von der Flasche reinsteigt und so. Also das ist sehr, sehr gezielt und spezifisch erzählst du uns da diese Welt und nimmst uns mit auf diesen Thrill-Ride, aber gleichzeitig hat das dann auch jeder von diesen Momenten seinen Impact. Also man spürt es dann irgendwie viszeral noch. Das ist sehr eindrucksvoll. Gar keine Fragen. Bitte. Ich wollte fragen, wie choreografiert das Ganze ist, weil es wirkt so, als würde es einfach passieren die ganze Zeit. Und jetzt wollte ich fragen, so, ob's, also wie man so eine Ordnung in seinem zu viel reinbringt. Wie bringt man eine Ordnung in diesen kreativen Vorsatz, zu viel zu erzählen? Ja, also wir haben ja auch Film gedreht. Das heißt, immer wenn Text gesagt wird, dann mussten wir halt schon ziemlich choreografieren. Und es gibt aber eben diese kleinen Passagen,
wo dann irgendwie die Menge tanzt und irgendwie trinkt und auf dem Trampolin springt und so Sachen. Das waren, das waren die gnädigen Momente, wo uns der Kameramann das Material erlaubt hat. Und da durften wir dann schon auch improvisieren. Und da war ich, also gerade bei diesen Massenszenen, war ich eigentlich mehr Animateur als Regisseurin. Vielleicht ist es auch das Gleiche. Aber da das musste ist definitiv ich, das Gleiche. Ja, okay. Ja, da musste ich halt dann irgendwie einfach Stimmung machen und bin auch selber durchs Bild gerannt. Also ich bin da auch, glaube ich, irgendwie zweimal da als Partygast oder sowas. Also ich hatte dann, weil ich wollte ja ganz, ganz viele Komparsen, die haben wir alle nicht in der Menge bekommen, weil wir nicht das Geld hatten, aber wir sind vorher auf der Straße casten gegangen nach Leuten, die da in der Umgebung von dem Set, ob sie mitmachen wollten. Aber ich habe auch dann gesagt, alle Teammitglieder sollten sich dann auch in Partysachen anziehen und so. Und dann war es schon ein kleines Chaos, was wir dann sozusagen da irgendwie versucht haben einzufangen. Aber immer wenn Text war, immer wenn Filmmaterial da war, dann mussten wir ziemlich genau choreografieren. Genau. Wie viele Takes konntest du da drehen? Weil, also für die, die nicht aus der Filmwelt sind, der Hintergrund ist, dass der Film ist auf Film gedreht, nicht auf digital. Das heißt, das kostet dann jedes Mal, weil man die Filmrollen kaufen muss, und das sind dann 12 Minuten oder 11 Minuten pro Filmrolle wahrscheinlich, wenn sie gedreht haben. Und das muss man entwickeln lassen und scannen lassen, und das kostet alles sehr viel Geld im Vergleich zu digital drehen. Wie habt ihr das gemacht? Wie viele Takes hattest du da zum Schnitt? Ich weiß nicht, wie viele Takes hatten wir durchschnittlich. Also ich habe natürlich dann gesagt, ich will auch eine gewisse Anzahl an Takes machen dürfen und so. 35 Rollen hatten wir. 35 Rollen? Ja. Okay. Was war das für ein Drehverhältnis dann? Bitte? 1 zu 15. Also es war sehr großzügig berechnet, weil klar war, dass ihr spielen wollt. Aber das ist ein inhärenter Konflikt, oder, zwischen Produktion und Regie? Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, es war vollkommen in Ordnung mit den Take-Anzahlen, aber es war jetzt, also wir konnten jetzt keine 8 Takes oder sowas machen. Ja. Man hat auch schneller mal gesagt, super. Und ja, genau. Verstehe. Irgendwo da hinten gab es noch eine Frage, glaube ich. Kann das sein? Oder gibt es eine neue Frage seit dem Jahr? Bitte? Achso, ist es kein Aufzeigen, sondern nur ein Handy? Alles klar. Bitte. Also, wenn ich dein Team angeschaut habe, also ich habe dann einen Eindruck gewonnen, das ist eine sehr große Sammlung von vielen Inspirationen, die, also von vielen Momenten in anderen Filmen, wo ich so zoomen zum Beispiel und einmal Intro, so Western, heutzutage mehr mit Snatch von Guy Ritchie. Also könntest du ein paar Inspirationen nennen? Okay, also die Frage war, der Herr hat festgestellt, dass es sehr viele verschiedene Inspirationen zu geben scheint bei dem Film, also von sehr spezifischen Filmemachern, und dass du vielleicht ein paar davon nennst. Ja, ich werde mich jetzt bestimmt nicht an alles erinnern, leider, weil mein Gedächtnis so schlecht ist, gerade bei Namen. Und ich glaube, ich dann auch wahrscheinlich sehr viel implizit, indirekt mitnehme. Dann weiß ich immer gar nicht, ja, wo habe ich denn das gesehen? Aber irgendwie ist es dann da und dann verwendet man es, aber wahrscheinlich hat man eh schon alles irgendwo gesehen. Aber so, ja, ich meine, zwei Namen, die mich auf jeden Fall inspiriert haben, sind der Emir Kusturica und der Federico Fellini. Und ich hatte immer gedacht, so, ja, also so das Herz soll beim Cassavetes schlagen, weil es ist ein sehr hohes Ziel. Ja. Naja, aber wenn man sich an jemanden orientiert, dann sollte man sich an den Besten orientieren. Ja, oder? Genau. Ja, ich bin ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen stehen geblieben in der Filmgeschichte. Ich muss mal langsam wieder ein bisschen aufholen. Also ich glaube, dass du bist noch so in den 60er, 70er. Ja, ich bin auch noch so, habe auch noch keinen
Smartphone und so Sachen, aber ich bin, ich werde das jetzt aufholen. Ich bin überzeugt jetzt langsam davon, dass es auch wert ist, sich mit der Realität zu konfrontieren. Gibt es eine Frage zurzeit? Nein, dann springe ich mit einer Frage ein. Was sehr auffällt an dem Film ist auch diese Farbpalette, die ihr gewählt habt. Und ich glaube, ihr habt es auf Kodachrom gedreht, kann das sein? Nein? Vision 3. Ah, das ist normale Kinder, okay. Und auch das Poster und diese Website und alles ist alles sehr durchgestylt. Wie seid ihr zu diesem Look gekommen? Und wie habt ihr den verwirklicht? Weil das ist ein Studentenfilm. Oder nicht? Also das heißt, ihr werdet mit einem sehr eingeschränkten Budget gearbeitet haben. Ja, also ich fand das schon viel für, also ich glaube, wir haben alle Register gezogen, die möglich waren, glaube ich. Also haben ein bisschen den Rahmen gesprengt, so vom sonstigen Filmbudget an der Uni. Also es war zu viel, war nicht nur auf den Inhalt bezogen und die Form. Ja, aber ich meine, eben der Dominik hat das einfach ziemlich gut gemacht. Der hat da immer links und rechts was abgegriffen, hat natürlich auch sehr sparsam gearbeitet. Und jetzt zum Beispiel diese ganze Website-Geschichte und das Poster und sowas, das wächst auch alles auf Dominiks Mist, der sich da irgendwie reingehangen hat und eben da noch jemanden engagiert hat und so, das alles zu machen. Also Dominik ist auch Grafiker, aber genau, aber ich meine, diese ganze Farbpalette, das war also das war jetzt auch eben der Grund, warum wir dann auch auf Film drehen wollten und sowas, weil dann eben, also ich kann das zwar immer nicht so genau sehen, aber der Albi sagt immer, also diese Farbe ist, also das würde man niemals hinkriegen auf digital und so. Und die Farben waren uns halt sehr wichtig. Die Farben sind mir, glaube ich, schon immer wichtig. Wahrscheinlich unbewusst, weil ich Rosa heiße oder so, ich weiß nicht. Also das ist jedenfalls, ja, also ein Farbkonzept wird wahrscheinlich jeder meiner Filme haben. Und dieser war halt eben pink, rot, also so richtig knallig einfach, ja, die Neonfarben und sowas. Und weil das ist ja dann auch ungleich aufwendiger, weil dann das gesamte Production Design und die Kostüm und also nicht nur von Kameraseite her, sondern sozusagen auch die Welt, die du erschaffst, da dazu passen muss und du dann ja viel eingeschränkter bist auch mit den Möglichkeiten und das, was dazu passt. Na, eigentlich, also eigentlich Ich hatte so das Gefühl, zum Beispiel jetzt mit der Carola, mit der Kostümfrau oder sowas, war das dann immer, also sie hat mir da irgendwie mal so Kostüme gezeigt oder so und dann habe ich immer gesagt, so, na eher in die Richtung und so und dann hat sie irgendwann kapiert, ja, also Hauptsache ganz viele Pailletten, Hauptsache ganz viel knallige Farbe und Samt und irgendwie, also alles irgendwie Glitzer drauf und so. Und dann hat sie einfach mit dem Konzept im Kopf geschaut und dann findet man eben auch die Sachen, ja. Und auch mit dem Set-Design, das hat super geklappt. Da musste ich gar nichts mehr dann irgendwann machen, weil dieses das Konzept ist dann auch bei dem super Team von den Set-Designern einfach angekommen. Und das ist, glaube ich, dann das Beste, wenn man dann einfach eine Vision irgendwie rüberschwappen konnte. Und das sich dann verselbstständigt und ich glaube, man findet in diesem Feld viel und ich glaube auch, dass das mal eine schöne Abwechslung ist, zum Beispiel gerade im Set-Design auch mal ein bisschen in den Farbtopf zu greifen oder ein bisschen über die Realität rüber zu gehen. Also Regenbogen. Ja, ich weiß ja nicht, wie das für die ist, aber würde mir das immer so langweilig vorstellen, wenn ich dann so einen realistischen Film, wenn ich einfach die Realität nachbilden müsste oder so. Aber das kann ich ja aus meiner Perspektive gar nicht beurteilen oder sowas, aber ich hatte mal das Gefühl, die machen das dann auch mal gerne so. Aus irgendeinem Grund muss ich jetzt an Punch Drunk Love denken von Paul Thomas Anderson. Bist du jetzt dem schon durchgedrungen? Also ein paar Anderson-Filme habe ich auf jeden Fall gesehen, ja. Aber den habe ich nicht gesehen und aber auch schon diese Welt ist auch ein bisschen damit drin. Ja, ist auch so eine crazy Welt, wo dann wirklich die Farbspiele sehr, sehr spannend sind. Ja. Gibt es noch eine Frage? Sonst würde ich mich noch erkundigen, was du so als nächstes geplant hast, filmmäßig? Ja, also wir arbeiten jetzt gerade an einer Dokumentation
über einen Freund von mir, der gerne ein Pornostar werden möchte. Und aber halt jetzt nicht so eine Standard. Also er möchte am liebsten auch den Porno der Zukunft erfinden und das irgendwie ganz revolutionieren und so. Und ich habe damit eigentlich nichts am Hut, aber weil wir gut befreundet sind und weil ich mir denke, ich habe da irgendwelche Ängste vor dem Thema, stelle ich mich dem mal und jetzt machen wir dann den Porno gemeinsam, also ich als Regisseurin und er als Darsteller. Also das ist eine Doku darüber, dass er in der Pornobranche irgendwie so seinen Eingang finden will? Naja, ja, aber über den Weg, dass wir gemeinsam ein Porno machen. Okay. Ja. Und dann beschäftigen wir uns sozusagen damit und beim Making-of des Pornos reden wir dann halt irgendwie über die ganzen Konzepte und ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht. Also wir tasten uns da irgendwie gegenseitig ran und ist auch ein Porträt über unsere Freundschaft, in der wir halt sehr direkt und intim sprechen können und so. Ja. Sehr spannend. Und dreht sie da schon oder ist das noch im Plan? Wir suchen nach Förderern. Verstehe. Okay. Schwieriges Thema. Ja. Okay, na dann wünsche ich dir alles Gute. Ich hoffe, du findest deine Förderer. Ja. Dann darf ich dir noch zum Abschied auch ein Andenken geben. Ja, gerne. Also, danke. Erstens mal hier deinen Preis. Bitte schön. Applaus bitte. Danke. Dankeschön. Und auch eine Jahresmitgliedschaft bei unserem Club. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. So, willkommen Axel. Hi, danke für die Einladung. Bitte gerne, danke für den Film. Der Film ist für mich eine Geschichte darüber, dass wir alle nur zu Besuch hier sind und wir die Dinge teilen sollten, die wir haben. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Also wie es zum Film gekommen ist, die Schauspieler, der Shannon Baker und die Audrey Henningham, das waren so meine besten Freunde, wo ich damals in New York gelebt habe. Und das waren grandiose Schauspieler, die haben mit diesem Film mitgespielt, der heißt Symbiopsychotaxiplism, Take Two and a Half. Ein Klassiker. Ah, wirklich, ja. William Greaves war der Regisseur, der macht Dokus in New York und Kanada. Und die zwei sind Experten im Improvisieren. Also die haben das seit die in ihren 20ern waren zusammen betrieben und jetzt immer noch, genau. Und wir haben uns so jede Woche so getroffen und haben wieder irgendwas Neues improvisiert und ausprobiert und Stoff entwickelt und so weiter. Und so ist dann der Film entstanden. Und uns hat immer irgendwie so fasziniert und für mich halt so, wie fühlt sich New York an damals? Und es ist halt irgendwie ein hartes Pflaster. Also ich kenne das so, manchmal es ist wie eine Welle. Manchmal reitet es drauf und alles geht gut und manchmal crusht es die einfach und es ist echt hart. Und es gibt halt kein Auffangnetz. Also wenn du fliegst, dann fliegst du wirklich runter. Und ich habe Freunde gehabt, die haben gelebt in Storage Units und das war komplett normal oder halt wieder in Autos gelebt, was auch normal ist. Also sehr low standard, nur damit du in der Stadt leben kannst. Ja, und so hat sich das irgendwie entwickelt. Man interessiert sich halt, wie kommen Leute zurecht. Es gibt eine andere Doku, wo ein ganz bekannter Fotograf eigentlich obdachlos ist und auf einem Hausdach oben lebt, heimlich. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass eigentlich das praktisch, wenn man in Häuser einbricht, um dort frei zu leben, für kurze Zeit, immer wieder. Ja, und das war der Kern von der Idee und dann ist das Ganze so fortgeschritten. Ja. Und was war das für ein Rahmen? Bist du da auf eigene Faust nach New York gefahren für einige Zeit oder wie muss man sich das vorstellen? Na, schön wär's. Also ich habe in Wien angefangen als Filmemacher und habe mir irgendwann gedacht, ich muss ins Ausland. Und meine Eltern waren halt so großzügig, dass sie mir Ausbildung gefördert haben und dann war ich in der New York Film Academy in Amerika. Wollte nur ein Jahr bleiben und dann sofort wieder zurück. Und dann sind auf einmal 8 Jahre draus geworden. Und ich habe dort gelebt. Genau, ja. Ja, auch in schrägen Situationen gelebt. Und irgendwie, also in dem Film ist also das Grundthema, was bedeutet es, ein Zuhause zu haben und wie baue ich mir sowas auf?
Und man wird so schnell besitzergreifend. Wenn ich jetzt auf einer Parkbank sitze für 5 Minuten, dann gehört die auf einmal mir. Dann ist das jetzt meine, darf sich keiner dazusetzen. Oder wenn ich kollegial bin, dann bitteschön, ja. Und das kommt irgendwie in all meinen Filmen so durch. Wer ist wo zu Hause und wie hat sich das so zurecht gemacht? Genau. Gibt es Fragen? Das heißt, diese ist das dein letzter Film? Oder also weil du sagst, in all deinen Filmen ist dieses Thema ein durchgehender roter Faden. Wo befinden wir uns da in deinem Oeuvre? Ich glaube, ich bin dann so ein bisschen breiter geworden. Mir interessieren so Sozialgeschichten, soziale Fälle. Mein letztes Projekt in New York war dann über eine 90-jährige alte Frau, die verliebt ist in einen 20-Jährigen. Das war so mein Abschluss mit New York nach dem Projekt und dann seitdem in Wien. Aber also es kommt wirklich stark durch, wenn man in der Stadt lebt, dass wenn du, es gibt nicht einmal Geld, dass man zum Arzt gehen kann. Also Freunde von mir machen Fundraising, damit eine Freundin mal zum Zahnarzt gehen kann, weil sie es keiner leisten kann. Und wie ich krank war und ich habe Antibiotika gebraucht, ich bin zum Schwarzmarkt gegangen und habe den Pedro in einer Lagerhalle getroffen und er hat mir Antibiotika gegeben, in einem Kuvert. Also die ganze Stadt improvisiert sich so einen eigenen Weg zusammen. Und was die beiden erlebt haben, die haben in einer sehr starken Community gelebt. Der Drehort war gleichzeitig auch das Apartment vom Protagonisten, vom Shannon Baker. Und die Nachbarschaft war Hell's Kitchen in Manhattan. Und er hat auch alle Obdachlosen dort gekannt. Also alle, die man sieht im Bild, das waren auch so quasi Freunde von ihm, die er jeden Tag trifft und denen einen Kaffee bringt und ein bisschen Geld gibt. Und also das Community-Feeling ist sehr groß dort. Und man fühlt wirklich, man kann da jetzt gemeinsam was erleben. Das Auffangnetz und das Sozialsystem ist leider sehr schwierig. Und das war jetzt eine Ambition in dem Film, dass das ein bisschen so durchkommt, wie man sie zurechtfinden kann, obwohl es schwierig ist. Ist das etwas, was du auch hoffst, dass deine Filme so, also irgendwie da auch ein Schlaglicht drauf werfen und dass da vielleicht eine Öffentlichkeit drauf mehr aufmerksam gemacht wird? Ja, wär voll schön, ja. Also ich glaube nicht, dass mein Film jetzt einen Unterschied machen wird, aber ich glaube, wenn mehr Leute, mehr Stimmen zusammenkommen, vielleicht passiert dann was. Das wäre schon ganz nett. Es ist schwierig, dass man Obdachlose sieht auf der Straße oder dass man erkennt, wie es jemandem geht, wenn man nur auf der Straße sieht. Ich war einmal Double für eine Dokumentation mit Obdachlosen und habe dann Obdachlosen dubeln dürfen in einem Schlafsack in Wien. Und das Erschreckendste war eigentlich, dass die niemand sieht. Du liegst am Boden und du bist verschwunden. Die gibt es überhaupt nicht. Und das war eigentlich das Kränkendste an der gesamten Situation. Genau. Also mit der Ambition, dass der Film was bringt, hätte ich irgendwie gern, dass man versucht, ein bisschen lernt, ein bisschen das Blickfeld zu erweitern und ein bisschen so schaut, welche Leute sind auf der Straße, wie geht es ihnen, vor allem jetzt da. Genau. Bitte. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen Filmemachen in New York und Filmemachen hier in Wien? Was ist der größte Unterschied zwischen Filmemachen in New York und in Wien? Also was ich jetzt gerade für Erfahrungen gemacht habe, war, wie fördert man sich einen Film in New York? Man nimmt sie Kreditkarten und maxt die aus. Und wie zahlt man die Kreditkarten? Man nimmt sie zweite Kreditkarten, damit man die erste ausmaxt. Und das radelt Razi. Also die Finanzierung in New York ist wirklich schwierig. Und weil keiner so auf Förderungen irgendwie ein Auge drauf hat, hilft jeder jedem. Freihaus und es ist so ein Radl, das sie dreht. Und in Wien finde ich die geniale Sicherheit, dass es Förderungen gibt, dass dir jemand ein Geld gibt, damit du einen Film machst, das ist was total Unerlebtes. Also das finde ich extrem genial. Ich würde es missen, wenn es anders wäre inzwischen. Und die Wiener Film-Community ist sehr eng und klein, aber ich glaube, wenn man es jetzt recht findet, überall es kann überall schön sein, je nachdem, welche Erfahrungen das man macht. So hat es nichts mit Lokalitäten zu tun, glaube ich, sondern so, wie man es macht, irgendwie. Ja, das ist interessant. Ich habe in Los Angeles die Erfahrung gemacht, dass da auch, also jetzt gar nicht im Filmbereich, sondern im Allgemeinen, eine viel größere Nachbarschaftshilfe auch existiert, als ich das in Wien jemals erlebt habe. Und ich habe das auch immer darauf zurückgeführt, dass da kein soziales Netz ist oder viel weniger davon da ist.
schwierig, weil Wien ist nicht gerade die freundlichste Stadt, gell? Ja, aber wahrscheinlich gibt es ein Vertrauen, dass es eh passen wird, mehr oder weniger, weil die Sozialversicherung ganz gut ist und dann muss man vielleicht nicht freundlich sein, ich weiß es nicht. Ein Freund von mir zum Beispiel, also wir waren es gewohnt, dass wir keiner zahlt Versicherung für irgendwas, weil wir sind jung und es passiert eh nichts. Und ein Freund von mir ist mit einem Fahrrad gefahren über eine Kreuzung drüber und ein Auto ist am mitten rein. Und er ist über das Auto drüber auf der Straße gelandet und der Autofahrer hat jegliche Schuld bekannt, du Ballad, mein Fehler, ich rufe jetzt sofort die Rettung. Hat das gemacht und mein Freund hat sich sofort das kaputte Rad genommen und ist weggelaufen. Mhm. Weil er weiß, wenn die Rettung einem abholt und er landet in einem Krankenhaus, dann muss er $1000 zahlen. In Amerika, okay. Ja, in Amerika, ja, ja, genau. Ja. Ja. Na, hier könnte man bei den barmherzigen Brüdern, die behandeln auch Unversicherte. Voll cool. Ja. Kehren wir zurück zu dem Film. Also du hast erzählt, dass das durch Improvisationen entstanden ist mit den beiden Hauptdarstellern, also den Erwachsenen nehme ich an. Ja, klar. Ja. Ja. Und wie ist das dann, wie ist das dann sozusagen geronnen in ein Drehbuch, das du verfilmt hast? Also ist das erst dann im Schnitt entstanden, dass sozusagen, dass du so relativ frei gedreht hast und dann die Geschichte im Schnitt entstanden ist, oder gab es eine Phase des Drehbuchs und das war dann die Basis für den Dreh selber? Also das Ganze war so Not zur Tugend, oder wie das Sprichwort heißt. Eigentlich haben wir ein Skript gehabt und es war ein total anderer Film auch. Und ich habe damals einen Mentor gehabt in New York, der Wojtek Jasny, tschechischer Filmemacher. Und ich habe ihm das Drehbuch gezeigt und er hat mir einfach nur zusammengeschissen. Das hat viel zu viel Dialog und Film ist ohne Dialog. Und ich habe mir das auch noch geglaubt und habe mir gedacht, um Gottes Willen, sofort wegschmeißen. Und ich habe aber schon alles arranged gehabt, die Crew und alles. Und wir haben uns dann das Experiment erlaubt, dass wir haben gewusst, wir haben 5 Drehtage und jeder Tag wird improvisiert. Wir haben gewusst, wo wir anfangen, wir haben nicht mehr gewusst, wo wir enden. Und jetzt schauen, was passiert einfach. Wir haben das dann so praktiziert, dass am ersten Dreh, also immer in der Früh, waren nur die Schauspieler am Set und wir haben improvisiert. Und wenn wir uns dann gedacht haben, das heißt nur, dass ich das verstehe. Das heißt, was waren die Vorgaben? Das heißt, ich nehme an, die Location war fix für jeden Tag vorgesehen. Ja, die Crew und das Equipment war auch fix. Genau, genau. Und gab es dann so einen mehr oder weniger narrativen Block, den du schon ungefähr überlegt hattest, der zu covern war? Oder war das ganz frei? Es ist mir viel schwieriger gemacht. Also der Anfang, der war Set, weil man braucht, also das Intro, wir brauchten, damit ich nicht total verhungere im Kopf. Die Geschichte in diesem Waschsalon. Genau, ja. Genau, das war alles arrangiert und natürlich chronologisch gedreht. Und jeder Tag war dann für mich auch da irgendwie so eine Überraschung, wie geht es jetzt eigentlich weiter, was könnte man jetzt tun? Und es war schwierig, weil man sich denkt, oh, um Gottes Willen, wie überlebe ich den nächsten Tag, wo stehen wir eigentlich? Ich habe dafür einen Drama-Advisor am Set gehabt. Und er hat das Ganze beobachtet und mir dann jeden Tag Feedback geben können, wo stehen wir gerade, welche Wendepunkte könnten passieren, wie kommt man zum Abschluss und so weiter. Genau. War für die Crew auch ein unangenehmes Erlebnis vielleicht, weil es dann viel Stillphasen gibt, weil nicht einfach ein striktes Drehplan, also es gibt keinen strikten Drehplan, sondern man muss halt wirklich Pause machen, überlegen, so, wo stehen wir jetzt eigentlich, improvisieren wir kurz weiter, proben und dann wieder weiter. Und ich glaube, sie hätten sie, oder in Amerika ist es, glaube ich, eher so Time is Money und let's go. War sicher ein bisschen unorthodoxe Herangehensweise. Aber ich finde auch voll spannend, weil die Momente, die entstanden sind, haben mich auch am Set überrascht und das war irgendwie ganz cool. Das klingt nach einem sehr spannenden Prozess. Gab es da etwas, was du so für dich daraus gezogen hast oder beim nächsten Projekt vielleicht auch weiterverwenden würdest? Ja, ich finde Probephasen extrem wichtig für mich persönlich und ich habe das in dem Film auch so angewandt und in einem vorigen auch, nämlich, dass die Charaktere in den Probezeiten zu Beginn massiv extrem aufeinander reagieren, fast übertrieben aggressiv und dadurch entstehen Ängste gegenüber. Und die Ängste brauchen im Film überhaupt nicht vorhanden sein, aber die Art und Weise, wie man vorsichtig was sagt, weil man ja Angst hat, dass der Mensch schon wieder explodiert, diese Vorsicht ist irgendwie trotzdem drin geblieben in der DNA von dem Ganzen. Und das passiert, glaube ich, eher nur mit Improvisation und mit Vorarbeiten und Charakterentwicklungen. Und das finde ich voll spannend, dass so viel unter der Ebene noch mitspielt. Also ich stelle mir das so vor, dass in den ersten Durchgängen von dieser Impro dann der Konflikt sehr an der Oberfläche stattfand. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also zum Beispiel, plump gesagt, darf ich da wohnen? Nein, auf keinen Fall, reißt er den Kopf ab.
Und das war mal so, okay, er kann so streng reagieren, wenn ich was Falsches sage. Und dann wird man vorsichtig. Mhm. Und dieses Vorsichtige übernimmt man dann auch in subtileren Elementen. Mhm. Genau, ja. Mhm. Bitte sehr. Ja. Das Ausgang im Licht setzen und auflösen und genügend Freiraum zu lassen. Ich darf noch mal kurz wiederholen, einfach nur für die Kamera. Also die Frage war, wie, wenn das dieser Prozess war, den du beschrieben hast, wie kommt man dann zu so filmischen Bildern in Bezug auf die Auflösung, wo kommt die Kamera hin, aber auch auf die Lichtsetzung, was ja alles Zeit braucht und auch unter Umständen Planung. Also in der Improvisation ist es irgendwie vorgegeben worden zuerst, was ist jetzt unser Ziel, nur so vom Narrativen, und dann, wie machen wir jetzt das Blocking gemeinsam. Und in dem Prozess hat mir dann der Kameramann beigewohnt und hat gesehen, welche Räume wir alles abgreifen und nicht. Und wir haben uns halt irgendwie gedacht, auch wenn es dunkel wird, ist es uns egal, das ist voll okay. Und wirklich nur auf das Dürftigste ausgeleuchtet. Mehr oder auch nicht, er hat dann mehr Chancen gehabt, weil ich glaube, ein Kinofloor war an der Decke und eins draußen und es hat geregnet. Also ich hatte recht viele Chancen gehabt, dass was leuchtet, und uns hat dieser Raw-Look irgendwie so fasziniert. Und ich finde Kontrast relativ cool, und Naturalismus ist auch was mich voll fasziniert. Ich glaube, es kommt darauf an, die Location ist einfach so key. Wenn du weißt, wie die Location ohne Licht ausschaut, dann kannst du die Location aus deinem eigenen Charakter verwenden und auch mit den Mitteln dann umgehen. Und auch wahrscheinlich, dass du die Location wahrscheinlich kaum verändert hast für den Film. Also man konnte wahrscheinlich sehr viele Richtungen drehen. Ja, der Shannon wollte vorher die ganzen Pillen und alles mögliche wegräumen. Ich habe gesagt, na bitte lass dort. Also wir haben echt kaum was verändern müssen. Mhm. Ja, ja. Eine Frage noch, ja? Nur ganz kurz einmal mit der Darstellung, also die Arbeit mit dem Protagonisten, wie viele Informationen hast du denen gegeben? Also waren es dann so... Wie waren die Anweisungen? Wussten sie irgendwie von der Geschichte und wie viel von der Situation, die ungefähr passieren soll? Also das würde mir nur irgendwie interessieren. Also die Frage war, welchen Kontext und welche gegebenen Umstände hatten die Darsteller von dir? Also wir haben, also die Darsteller, also Shannon und die Audrey und ich haben das ja gemeinsam geschrieben, mehr oder weniger. Also die waren kreativ total involviert bei der ganzen Sache. Insofern haben die genauso wenig gewusst, wie der Film aufhört. Aber sie haben gewusst, um was es geht und wo ihre Charaktere stehen und wie man es durch Improvisieren den Narrativ weiterbringen kann. Also ich denke, das war eigentlich für die Schauspieler das Stressigste. Jeden Morgen rausfinden, wie man weiter tun könnte. Und unser kleinster Schauspieler, der Alex, der ist eigentlich immer nur von der Mutter mitgezogen worden. Der hat irgendwie darauf reagieren dürfen. Ja, aber ja, es waren alle tapfer, haben es gut gemacht. Ich fürchte, wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Gibt es vielleicht noch eine letzte Frage? Nein, dann stelle ich die letzte Frage. Was wird dein nächster Film sein? Ja, das ist so. Ich schreibe gerade 1000 Drehbücher und hoffe, eins davon wird fertig. Ich hoffe, dass meine Dokumentation jetzt eine Förderung kriegt zum Abschließen. Gratuliere, ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Dann bedanke ich mich herzlich. Auch bei unseren anderen beiden Gästen und bei euch allen, dass ihr gekommen seid an einem so schönen, sonnigen, jetzt nicht mehr Tag. Ich darf dir noch deinen Preis überreichen. Ich bitte um Applaus. Dankeschön. Bitte sehr. Voll cool, danke. Und auch für dich eine Jahresmitgliedschaft bei unserem Verband. Alles. Dankeschön. Danke auch. Wir haben in ungefähr einem Monat unser nächstes Screening. Wir haben noch nicht den Termin fixiert, möglicherweise am 5. Juli. Und wir wissen aber schon, welcher Film gezeigt wird. Das ist, sein Name war Spencer, glaube ich, ist der Titel, eine Doku über Bud Spencer. Eine sehr lustige, wie ich höre. Meine Kollegin Barbara Windner wird das hosten und mit dem Regisseur Martin Polt über den Film im Anschluss sprechen. Ich bedanke mich für euer Kommen, wünsche euch alles Gute, kommt's gut heim und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.